Na, Lieferfee, darf ich dich auf einen Shake einladen? Ist da ein Wundermittel drin? Ja, das wär's. Ein Wundertrank, der mir zum absoluten Gedächtnis verhilft, damit ich alles auswendig lernen kann. Das kann mein Shake leider nicht, Luna. Aber ich kann dir helfen. Ich bin eigentlich in allen Fächern gut. Wo bist du gerade? Im Grunde nirgendwo. Irgendwie finde ich nämlich meine eigenen Aufzeichnungen nicht. Ich wollte dir auch noch zu deinem Tanz gratulieren. Hat er dir gefallen? Mhm. Ich habe vorher nämlich noch nie auf Rollerskates getanzt. Ich fand's aber auch gut, obwohl wir viele Fehler gemacht haben und ich fast gestürzt bin. Wenn du nicht stürzen würdest, wärst du nicht die Lieferfee. Aber du warst gut, das meine ich ernst. Du hast echt Potenzial. Ihr müsst allerdings noch ordentlich an eurer Technik feilen. Vielen Dank. Tja, wir haben beide das Ziel, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Also, hast du deine Aufzeichnungen echt nicht? Nein, nein, wie schon gesagt. Ich muss sie aber unbedingt finden, sonst schaffe ich die Prüfung nicht und kann nicht auf die Bahn. Was hat die Prüfung mit der Bahn zu tun? Weißt du, ich habe den berühmten Jahrgangsstufentest verhauen und wenn ich die Nachprüfung nicht bestehe, darf ich nicht mehr auf die Bahn. Ich habe mich dir bereits als Trainer angeboten, als Nachhilfelehrer. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Hey Snob, ich habe dich nie um deine Hilfe gebeten, klar? Aber wenn du sie angenommen hättest, würdest du jetzt mehr Zeit haben. Ich glaube nicht, dass deine Freundin das erlaubt hätte. Ich brauche keine Erlaubnis von meiner Freundin. Ich kann machen, was ich will. So siehst du aus. Glaubst du mir nicht? Hey. Entschuldige. Nein. Moment, das war keine Absicht. Es ist so, ich bin einfach durcheinander. Aber mit Wasser und Salz geht das wieder raus. Wasser und Salz, ja? Oder Zucker? Ich weiß nicht mehr. Am besten, du schrubbst es ein bisschen, dann wird es schon wieder rausgehen. Du scheinst keine Spezialistin zu sein, was Flecken auf Shirts angeht. Ich glaube, ich mache das lieber allein. Ich bin ja total bekleckert. Tut mir wirklich leid. Ich wollte das ehrlich nicht. Ja, ganz Ehrenwort. Sicher. Macht nichts. Ist echt kein Problem. Hoppla. Hey, was machst du? Ist das eine Kriegserklärung oder was? Nein, absolut nicht. Das ist keine Kriegserklärung. Nur die Ruhe. Nein. Hör auf. Ich glaube, es reicht. Schließen wir Waffenstillstand, bring dein Shirt in Ordnung, bevor ich es mir belege und nochmal angreife. Einverstanden. Da hast du noch was. Warte, komm mal her. Hey, du verschmierst das doch nur noch mehr. Komm schon. Hier ist noch was. Ja. Hallo. Stören wir? Nein. Gar nicht, nein. Sucht ihr was? Ja, wir suchen Amber. Hast du sie gesehen? Ich glaube, sie ist auf der Bahn. Ist sie nicht. Von dort kommen wir. Du solltest es wissen. Du bist ihr Freund. Jasmin. Was? Tja, ich bin aber nicht ihr Kindermädchen. Also, schlage ich vor, ihr ruft sie einfach an. Macht's gut. Ich weiß es auch nicht. Dich hat aber überhaupt keiner gefragt. Adios. Luna, hier steckst du also. Ich brauche dich auf der Bahn. Tamara, das bekomme ich heute nicht hin. Ich muss dringend für die Prüfung lernen. Aber ich habe Nico gefragt. Er springt für mich an.